Michael Saylor, Vorsitzender des Unternehmens von MicroStrategy, gab am 17. April bekannt, das Lightning-Netzwerk in seine Firmen-E-Mail-Adresse integriert zu haben. Per Tweet zeigt er stolz, wie ihm erfolgreich die ersten Satoshis, die kleinste Bitcoin-Einheit, geschickt wurden. Moment, ich bin verwirrt. Ich muss Bitcoin nicht mehr nur über eine Blockchain schicken? Was ist das Lightning-Netzwerk? Bitcoin wurde aus der Idee heraus entwickelt, Menschen überall auf der Welt ein unabhängiges Geldsystem ohne zentrale Kontrollinstanz zu bieten. Doch wie soll Bitcoin als weltweites Bezahlsystem verwendet werden, wenn über die Blockchain nicht viele Menschen gleichzeitig bezahlen können? Visa schafft bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde, Bitcoin nur bis zu 7 Transaktionen pro Sekunde. Ein Block auf der Blockchain hat nur begrenzt Platz. Der Block danach hat nur begrenzt Platz. Ein Bus hat nur begrenzte Sitzplätze. Willst du einen Sitzplatz im nächsten Block, musst du mehr Gebühr an die Miner bezahlen. Willst du nicht zahlen, wirst du vor der Haltestelle abgestellt und musst warten. Hey, das machst du doch nicht für jede Alltagszahlung, oder? Kurzum, Bitcoin hat Probleme, bei zunehmender Netzwerknutzung Transaktionen zu verarbeiten. Zu hohe Gebühren, zu lange Wartezeiten. Ziel von Lightning ist es, das Blockchain-Trilemma für Bitcoin zu lösen und Bitcoin nicht mehr nur dezentral und sicher, sondern jetzt auch skalierbar zu machen. Lightning ist ein Second-Layer-Netzwerk für Bitcoin, über welches die Transaktionen ausgelagert werden. Vielleicht hilft dir dazu nochmal die Vorstellung einer Lightning-Ritterrüstung, die sich wie eine Hülle über den Bitcoin-Ritter schmiegt. Eine ausführliche Erklärung zu den Second-Layern findest du nochmal in meinem Video zu Ethereum Second-Layer. Das Video habe ich dir unten angepinnt. Lightning selbst, also quasi das Material der Rüstung, besteht dabei aus einer Reihe unzähliger Zahlungskanäle, die Teilnehmerknoten miteinander verbinden. Über diese Zahlungskanäle können beliebig viele Transaktionen nahezu in Echtzeit und mit Gebühren unter einem Cent hin und her geschickt werden, ohne die Bitcoin-Blockchain zu belasten. Wie funktioniert das Ganze? Anders als bei der Basis-Blockchain von Bitcoin, wo jede Transaktion on-chain festgehalten wird, wird bei einer Transaktion über Lightning nur die Transaktion festgehalten, die einen Zahlungskanal öffnet, also die Funding-Transaction, und schließt, die Settlement-Transaction. Ein Beispiel. Bob will zu seiner Nachbarin Alice einen Zahlungskanal über Lightning eröffnen. Beide einigen sich darauf, maximal ein Bitcoin untereinander zu verschicken. Dementsprechend muss jetzt jeder im Voraus prepaid 0,5 Bitcoin aufladen. Bob und Alice sperren jetzt insgesamt ein Bitcoin über ein spezielles Wallet ein. Ein Multisignatur-Wallet, bei dem Bob und Alice jeweils einen privaten Schlüssel erhalten. Dieser eine Bitcoin bleibt jetzt auf der Bitcoin-Blockchain eingesperrt. Das dient als Sicherheitspfand, um die Transaktionen auf Lightning vollständig abzudecken. Der Kanal ist eröffnet, Bob und Alice können sich Beträge unter der festgelegten Summe von einem Bitcoin schicken. Der Kanal aktualisiert dabei immer nur die Verteilung der Beträge zwischen den Konten. Beispiel: Alice schickt Bob 0,1 Bitcoin. Der Kanal registriert die Verteilung. Bei Bob beträgt danach das aktualisierte Guthaben 0,6 Bitcoin und bei Alice 0,4 Bitcoin. Eine solche Transaktion braucht keine Zustimmung durch die Miner. Das Ganze läuft stattdessen über eine Art von Smart Contracts. Lightning eignet sich deshalb so gut für Zahlungsabwicklungen, wo regelmäßig viele kleine Summen hin und her verschickt werden müssen. Denk an deinen regelmäßigen Besuch beim Bäcker ums Eck. Hast du gerade kein Geld mehr bar auf der Hand, schreibt er dir doch einfach die entsprechende Summe an. Du begleichst die Gesamtsumme am Monatsende. Auch bei Lightning wird am Ende abgerechnet. Die letzte Transaktion, die Settlement Transaction, enthält den endgültigen Kontostand von Alice und Bob. So wie dein Bäcker erst die Monatsquittung beim Finanzamt einreicht, so wird erst die Settlement Transaction auf der Bitcoin-Blockchain aufgezeichnet. Bleiben wir doch gleich bei unserer Geschichte vom Bäcker. Sagen wir mal, Alice will ihr Pausenbrot beim Bäcker namens Karol bezahlen. Der macht das beste Brot im Dorf. Braucht jetzt Alice einen neuen Kanal zu Karol? Nein. Grundsätzlich brauchst du nicht zwingend zu jedem Teilnehmer eine direkte Verbindung. Stattdessen können Kanäle über die einzelnen Teilnehmer, die Knotenpunkte bzw. Nodes, verbunden werden. In unserem Beispiel kennt zum Glück Bob den Bäcker Karol, bei dem Bob selbst täglich sein Pausenbrot holt. Alice kennt zum Glück ihren Nachbarn Bob. Alice schickt Bob das Geld,
Bob leitet den gleichen Betrag an Carol über einen weiteren Zahlungskanal weiter. Carol bekommt sein Geld und das Pausenbrot ist bezahlt. Bei Lightning ist der Ablauf ähnlich, nur dass sich die Knotenpunkte entlang dieses sogenannten Routings eine kleine Minigebühr abzwacken. Die Abwicklung entlang des Routings erfolgt außerdem anonym. Die Knotenpunkte wissen nicht, von wem die Zahlung kommt und an wen sie geht. Weitere Sicherheitsmechanismen, Hash-Time-Lock, Contracts, kurz HTLC zum Beispiel, mit Deadlines und Bedingungen sind eingebaut, um ungültige Zahlungen rechtzeitig abzublasen. Das alles führt dazu, dass diese Zwischenknotenpunkte nicht wie eine klassische Drittpartei agieren können und das Geld an sich reißen. Es wird davon ausgegangen, dass bei mehr Routenoptionen für so eine Transaktion sich das Lightning-Netzwerk die schnellste Route rauspickt. Die Skalierbarkeit hängt demnach davon ab, wie viele Zahlungskanäle und Netzwerkteilnehmer online sind. In der Theorie könnte so Lightning auf diese Art Millionen von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Übrigens, wir hatten das vorhin schon. Lightning schmiegt sich wie ein Rüstungsoutfit Second Layer an den Ritter Bitcoin. Ein Outfit kann jedoch seinen Träger wechseln. Lightning ist zwar hauptsächlich auf Bitcoin implementiert, kann aber, nebenbei gesagt, auch zu anderen Netzwerken wie Litecoin interagieren. Für uns ist das gut. Es bedeutet eine größere, kettenübergreifende Anwendung von Bitcoin, mehr Interoperabilität. Die Idee von Lightning ist genial. Das Protokoll wurde erstmals 2015 in einem White Paper beschrieben, 3 Jahre später erstmals genutzt. Seitdem sind über 5 Jahre vergangen. Man könnte meinen, Lightning ist ausgereift. Doch die entwicklungstechnischen Fortschritte erfolgen trotz zunehmender institutioneller Akzeptanz zögerlich. Werfen wir einen Blick auf die aktuellen Nachteile von Lightning. Erster Nachteil: die Nutzerfreundlichkeit. Ein Nutzer braucht zum Beispiel ein spezielles Wallet, ein Lightning Wallet und ein Bitcoin Wallet, was mit dem Lightning Wallet kompatibel ist. Das Guthaben zwischen dem Bitcoin und dem Lightning Wallet hin und her zu transferieren, frisst dann doch manchmal etwas Zeit. Ein Node muss bei Zahlungen außerdem immer online sehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn nicht. Hier siehst du mal eine Übersicht über verschiedene Custodial und Non-Custodial Wallets. Ein weiteres beliebtes Wallet, was du jetzt hier nicht siehst, ist zum Beispiel das Blue Wallet, was beide Wallet-Typen Bitcoin und Lightning unterstützt. Ich als Verbraucher würde mich bei all dem lieber auf Dienste eines Drittanbieters, auf einen Wallet-Anbieter oder auf einen Payment-Node verlassen. Dabei wird häufig eine Gebühr verlangt und es kommt zu Einbußen bei der Dezentralität. Du, pass auf, für mich war Lightning ein komplettes Neuland. Ich habe mich das erste Mal damit beschäftigt. Hast du vielleicht schon mal Erfahrungen mit Lightning gemacht? Vielleicht eine Node oder ja, nutzt du ein Wallet? Kannst du uns eins empfehlen? Schreib mir doch gerne einen Kommentar, würde mich echt interessieren. Ein weiterer Nachteil ist die Liquidität. Für Lightning muss vor der Transaktion, wir hatten das vorhin, Guthaben aufgeladen werden. Dieses Guthaben stellt die nötige Liquidität für Zahlungskanäle dar. Die Sorge wäre die, dass bei geringer Liquidität niemand das Netzwerk nutzt, weil einfach nicht genügend Bitcoin-Guthaben weggesperrt wird. Auch hier wird mittlerweile an verschiedenen Lösungen gearbeitet. Zum Beispiel gibt es sogenannte Channel Opening Services, wo Nutzer bei der Kanaleröffnung Liquidität in Form von Bitcoin stellen und dafür belohnt werden. Weitere Nachteile betreffen das Routing. Sind mehrere Zahlungskanäle beteiligt, müssen die Teilnehmer entlang der Route über ausreichend Liquidität verfügen. Liquidität hatten wir gerade. Fehlt die Liquidität, können die Beträge über mehrere Routen aufgeteilt werden. Das Netzwerk muss dabei also die beste Route oder die besten Routen mit der passenden Liquidität finden. Mehr Netzwerkwachstum mit mehr Kanälen könnte doch dieses Problem lösen. Mehr Optionen, oder? Manche Kritiker fürchten jetzt genau das Gegenteil. Quasi zu viele Köche verderben den Brei. Wie können wir uns das vorstellen? Schauen wir uns dazu mal die Weltkarte an. Laut Explorer existieren zum Stand des Videos rund 18.000 Nodes mit über 80.000 Kanälen. Und jetzt stellen wir uns vor, du möchtest über mehrere dieser Kanäle zahlen. Jetzt ist diese Weltkarte jedoch kein statisches Bild, sondern dynamisch. Ein Kanal ist ja nicht immer auf.
Kanäle öffnen sich, sie schließen sich, öffnen sich, schließen sich und so weiter. Das ist jetzt so, als würdest du mit deinem Auto ständig vom Weg abkommen, sodass der Navi die Strecke jedes Mal neu berechnen muss. Zu viele Kanäle könnten, so die pessimistischere Annahme, Lightning eher beeinträchtigen. Und der letzte Nachteil, die Gefahr durch Hackerangriffe. Gerade weil Lightning noch in der Anfangsphase ist, bestehen höhere Risiken, dass Gelder gehackt werden. Ein Beispiel für so einen Angriff ist das sogenannte Flut- und Loot-Risiko, zu Deutsch überfluten und plündern. Der Angreifer öffnet bei Flut und Loot Kanäle zu seinen Opfern, dann überflutet er die Zahlungskanäle mit Zahlungen. Die Opfer auf der anderen Seite werden gezwungen, auf einmal viele Kanäle zu schließen. Die Flut an diesem ganzen Transaktionsvolumen verstopft letztendlich die Bitcoin-Blockchain so sehr, sodass die Opfer ihre Schulden nicht einfordern können und die Angreifer das Geld plündern. Ich habe mich gefragt, kann Lightning im Alltag verwendet werden? Aktuell verfügt das Netzwerk über eine Liquidität von rund 5000 Bitcoin im Wert von über 150 Millionen Dollar. Das entspricht rund 0,03% der aktuellen Marktkapitalisierung von 500 Milliarden der über 19 Millionen Bitcoin, die sich gerade im Umlauf befinden. Diese limitierte Liquidität mag wohl mit ein Grund sein, warum Lightning bisher nur für kleine bis mittelgroße Beträge geeignet ist. Für welchen Markt werden Mikro- und Nano-Zahlungen interessant? Zunächst für sämtliche Industriezweige, überall da, wo smarte Geräte IoT kommunizieren. Beispielsweise könnten E-Autos via Lightning automatisch nach dem Aufladen an der Ladestation bezahlen, ohne sich per KYC ausweisen zu müssen. Noch futuristischer wäre der Fall, dass du ein selbstfahrendes Taxi in Echtzeit via Lightning bezahlst. Taxi-Streaming während der Fahrt und auf den Kilometer genau. Automatisches Echtzeitzahlen wäre weiterhin für den Strommarkt revolutionär. Streaming von Strom. Du zahlst den Strom pro Kilowattstunde an die verschiedenen Stromnetzwerkteilnehmer. Die Reibungsverluste zwischen den vielen Teilnehmern im Strommarkt werden reduziert, weniger Kosten. Die Provisionen über mehrere Zwischenstationen fallen weg. Noch weniger Kosten, besser für die Umwelt. Mehr zu Krypto im Strommarkt findest du auch nochmal in meinem Video zu EnergyWeb, ein anderes Projekt, welches sich speziell für den Energiesektor fokussiert. Dann das nächste Beispiel. Beim Wort Streaming denken wir doch gleich an die Mikrozahlungen in der Gaming-, Video- und Musikbranche. Weitere Anwendungsfälle betreffen Crowdfunding-Projekte und Spendenprojekte, wo über Lightning als gemeinsame Zahlungsplattform Gelder eingesammelt werden können. Und vergiss nicht die Trinkgelder. Twitter macht's vor. Seit 2021 kannst du bei einem coolen Tweet dem Influencer Trinkgeld in Form von Bitcoin bzw. Satz schicken. Twitter verwendet dazu eine Schnittstelle zum Anbieter Strike. Die App der Firma Strike ist momentan in Teilen der USA, Argentinien und El Salvador verfügbar. El Salvador war meine Überleitung. Im gleichen Jahr 2021 erklärte der Staat in Zentralamerika Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel. Fast zeitgleich integrierte die Handelsplattform Paxful das Lightning-Netzwerk und öffnete damit seinen mehr als 5 Millionen Nutzern weltweiten Zugang zum Zahlungsnetzwerk. All das führte wohl, getragen vom Bullrun 2021, zu einem ersten Akzeptanzboost. Das Zahlungsvolumen über Lightning verdoppelte sich, fast 94%, wie du hier siehst. Der Report stellte dabei interessanterweise fest, dass die Nutzer wohl immer mehr von Alltagszahlungen Gebrauch machten, Einzelhandel, Geschenkkarten und so weiter. Zum Abschluss erneut die Frage, kann Lightning im Alltag verwendet werden? Und die Antwort, ja, es kann. Wie der ehemalige CEO von Paxful, Rai Youssef, selbst bei Integration des Netzwerks sagte, der Kauf eines Kaffees mit Bitcoin wird jetzt eine realistische Option sein. Lightning bietet Bitcoin-Skalierbarkeit, um bestehenden Unternehmen wie Visa, Google, Amazon und Co. eine zensurresistente Alternative zu bieten. Ich habe mich gefragt, von was hängt der Erfolg des Lightning-Netzwerks ab? Zum einen klar, das sind diese ganzen Entwicklungen innerhalb des Netzwerks, Reduktion dieser ganzen genannten Risiken, eine größere nutzerfreundliche Anwendung. Okay, schön und gut. Doch ich finde, es gibt noch zwei weitere entscheidende Faktoren, die Lightnings Erfolg mit beeinflussen werden. Und zwar erstens,
wie erfolgreich wird Bitcoin? Lightning hat keinen Lightning Coin. Die Nutzung von Lightning hängt maßgeblich von Bitcoin ab. Steigt der Bitcoin-Preis, werden Alltagstransaktionen in Form von Satoshis, den Sats, viel wahrscheinlicher. Satz-Transaktionen eignen sich wiederum gut für Lightning. Denkt doch mal an El Salvador. Die Akzeptanz dort hat zu einem Boost von Lightning geführt. Und der zweite Punkt: Wenn Bitcoin erfolgreich wird und im Preis steigt, wie gehen wir Menschen damit um? Nutzen wir Bitcoin mehr als Wertspeicher wie digitales Gold oder mehr wie ein Zahlungsmittel, eine Currency? Bei dem ersteren Verhalten, Gold, würde Lightning weniger profitieren. Für Bitcoin als digitales Gold könnte die Bitcoin-Blockchain ja im Grunde ausreichen. Wird jedoch zweiteres Verhalten gefördert, sprich Bitcoin wird von uns Menschen eher als ein schnelleres Tauschmittel verwendet, dann könnte Lightning mehr profitieren und eine weltweit standardisierte Zahlungsebene bereitstellen. Also Bitcoin, was wirst du? Wirst du mehr wie Gold, mehr wie Geld oder irgendwas dazwischen? Diese Antwort hängt von so viel ab. Globale Finanzpolitik, zunehmender Inflationsdruck, Entwertung unseres Fiat-Geldes, Destabilisierung von Dollar und Euro, Wechsel einer Leitwährung, neue Regulierungen, CBDCs, institutionelle Akzeptanz durch zentralisierte Player wie Visa, Google und Co., andere interoperable Zahlungsnetzwerke mit anderen Kryptowährungen, nur einfach mal ein paar Schlagworte zu nennen. Bis wir mehr zu all dem sagen können, wird Zeit vergehen. Zeit, die Lightning dringend braucht, um technologisch zu reifen. Denn das ist die Zeit, wo gerade unser Geldsystem modernisiert wird. Das ist die Zeit, für Krypto dabei zu sein und für Lightning mit Bitcoin dabei zu sein. Wenn du noch mehr Infos zu Bitcoin haben möchtest, schau dich doch einfach auf meinem Kanal um. Bis dahin, bleib von Krypto fasziniert. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mehr Netzwerkwachstum mit mehr Kanälen könnte doch dieses Problem. So wird erst die Settlement. Es wird davon ausgegangen, dass bei mehr Routenabzug. Michael Saylor Forsen.